Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einer möglichen Lösung bzw. einem Lösungsansatz, wenn der Oculus Rift Headset von eurem PC nicht erkannt wird oder nicht richtig irgendwie. Da gibt es die verschiedensten Meldungen, wie zum Beispiel, dass der USB-Anschluss nicht kompatibel ist, obwohl ihr fest davon überzeugt seid, dass der Headset an ein USB 3.0 Port angeschlossen ist, was ja an der Stelle auch erforderlich ist hier für den Oculus. Nun, das Problem wird auftreten, wenn ihr einen etwas älteren PC oder besser gesagt Mainboard habt, ja, beziehungsweise bei Mainboards bestimmter Hersteller, wie unter anderem Asus beispielsweise. Ja, manche haben da zwar USB 3.0 Anschlüsse, die erkennen wir ja an der blauen Farbe am USB-Port. Allerdings sind es eventuell keine wirklich echten 3.0 Anschlüsse, ja, 3.0, sondern unterstützen nur diesen 3.0 Standard sozusagen, ja. Und da kann es Probleme geben. Wir reden jetzt über etwas ältere Mainboards, wie gesagt. Ja, und ja, wir bekommen da die Meldung, wie zum Beispiel das USB 3.0 inkompatibel Port zum einen oder aber dass ja keine DisplayPort-Verbindung irgendwie ja vorhanden ist, obwohl das Kabel richtig angeschlossen ist. Hier hängt die Ursache ja mit dem USB-Anschluss zusammen. Das Headset wird da überhaupt nicht erkannt. Ja, im glücklichsten Fall können wir einfach umstecken, ja, an einen Port und dann funktioniert das. Allerdings, wenn das immer noch nicht funktioniert, ja, obwohl, wie gesagt, alles richtig angeschlossen ist und der Port am PC blau ist, also vermeintlich 3.0, dann wird es so sein, dass dass der Hersteller hier, ja, von dieser USB oder Mainboard-Hersteller blacklisted ist. Ja, da gibt es eine schwarze Liste, die ja von Oculus-Leute hier erstellt wurde, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Nun, ob wir auf der Blacklist sind, ja, in dieser schwarzen Liste, ja, beziehungsweise der Hersteller unserer Mainboard hier, können wir schnell herausfinden. Und zwar unter C Programme. Ihr müsst natürlich, wenn ihr das woanders installiert habt, dahin navigieren. Ja, ich habe jetzt hier, das ist der Standardpfad hier. C Programm Files Oculus und hier unter Support Oculus Runtime. Und genau, hier gibt es eine Compatibility dort. Jason hier, ich öffne das mal und hier stehen alle Geräte. Ja, das ist, wir haben hier Whitelist und Blacklist. Wir können jetzt ein Beispiel, weiß ich nicht, wir suchen jetzt einfach mal nach Blacklist hier. Irgendeine, meinetwegen, und hier USB Blacklist, genau. Und hier steht der Vendor, hier also der Hersteller, ja. Die PID und Betriebssystem. Und wenn unser Vendor hier blacklistet, also in dieser schwarzen Liste eingetragen ist, dann haben wir das Problem hier beispielsweise mit Windows 7 Service Pack 1, tralala, neck. Ja, und nun haben wir jetzt die Möglichkeit hier, können wir auch, genau, Grafik, Videocards, Whitelist, Videocard, Blacklist und so weiter. Hier können wir einfach suchen, ob irgendwas blacklistet ist von unserem Komponente sozusagen und das einfach löschen vielleicht, beziehungsweise ist es natürlich einfacher, wenn wir die Liste hier einfach umbenennen. Oder die Berechtigung einfach hier so setzen, dass ja alles verweigert wird für jeden, für Admin, für System und alles, so dass das System sozusagen gar nicht hier darauf zugreifen kann, um diese Liste zu lesen. Vielleicht dann den Rechner eventuell einmal neu starten und einfach
Ausprobieren, ja, vielleicht habe ich da Glück. Bei manchen funktioniert, bei manchen nicht. Bei manchen wiederum funktioniert, aber das crasht hin und wieder mit dem Spiel natürlich, wenn es am schönsten ist, was ja auch keinen Spaß macht. Wenn ihr dann eben weiterhin Probleme habt hier, dann gibt es hier noch eine Möglichkeit, beziehungsweise wenn ihr hier unter C Benutzer, ich mache mal jetzt so hier, unter eurer Benutzername hier unter App Data, ja, in den Ordner, was ja etwas versteckt ist, App Data, also Benutzername, App Data, Ordner hier unter Local. Dann Oculus hier, da gibt es noch mal eine Datei hier, Compatibility New .json hier. Bei mir ist diese Datei leer. Ja, diese Datei, die können wir auch löschen, umbenennen, machen, was wir wollen. Das wird immer wieder neu generiert, wenn wir neu starten, ja, beziehungsweise beim nächsten, ja, wenn wir die Software starten, wird die Datei hier automatisch immer wieder neu generiert und hier können wir reinschauen, ob es irgendwelche Probleme gibt. Ja, wenn die leer ist, ist das gut. Das bedeutet keine Probleme. Wenn irgendwelche Probleme gibt, ja, werden die hier eingetragen quasi. Können wir auch noch mal reinschauen, explizit. Beziehungsweise haben wir hier jede Menge Logfiles über alle verteilt, die wir uns ja auch anschauen können, vielleicht hier in den Roaming. Wir gucken mal ganz schnell, Oculus und genau, hier haben wir nochmal Oculus Client Error, sieht beispielsweise so aus hier. Und wir haben hier allerdings nochmal die Möglichkeit, vielleicht nochmal als Tipp hier diese Logfiles zusammenzutragen, zu auszuwerten. Und zwar haben wir wieder, wenn wir wieder zurückgehen in unserem Programmpfad, wo das die Oculus Software installiert ist, ja, in meinem Fall hier Standard C Programme Oculus Support. Und hier irgendwo haben wir unter Runtime vielleicht. Ah ne, das war das alles. Unter, ich hab's gleich, wenn ich sehe, klein Diagnostics, ja, Oculus Diagnostics hier nochmal, zack. Und hier haben wir noch ein paar Tools, die nützlich sein können. Hier Oculus Debug Tool beispielsweise. Hier haben wir noch ein paar Infos, eventuell, die da weiterhelfen. Oder aber wir haben hier die Möglichkeit, hier mit dem Oculus Log Gatherer, wenn wir das ausführen, der wird alle Logs hier, wir können voll Logs machen. Auto-Submit meinetwegen. Und hier Collect Last Day, ja, also vom letzten Tag. Hier können wir noch eine Message schreiben. Und wenn wir auf OK klicken, ich mache mal Auto-Submit hier weg. Ich mache mal Go. Und hier wird dann eben eine ZIP-File generiert mit den ganzen Logs, da die ja nützlich sein können. Wenn ich das jetzt schließe, mal hier alles zack. Zack. Zack, dauert ein paar Sekunden natürlich. Collecting, ja, das ist noch ein Sammeln hier. Und wenn das jetzt durch ist, dann, und alles funktioniert natürlich, wie ich denke, dann wird hier genau eine ZIP-File erstellt. Ich schließe das mal. Zack, zack. Und hier haben wir auch noch mal jede Menge Logs hier, die hier auswerten können, beziehungsweise wir direkt an den hier sind Systeminformationen und alles an den Oculus Support Team weiterleiten, die können ja und die helfen da auch gerne, denke ich. Und ja, die können auf jeden Fall weiterhelfen bei einer Lösung. Nun, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn es bei euch vielleicht trotzdem nicht funktioniert, bitte nicht mit mir schimpfen. Ja, ein Versuch ist das auf jeden Fall wert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.